möchte einem etwas längeren Text drei sehr kurze Texte vorweg schicken. Und beim ersten geht es darum, wie euch sicher aufgefallen ist, ist auch außerhalb von der letzten Staffel Game of Thrones der Winter da. Es ist scheiße kalt und ich möchte euch mit dem Gedicht, das jetzt kommt, ein bisschen abholen, euch umarmen und sagen, ey, ist gar nicht so schlimm mit dem Winter. Und das Gedicht trägt den Titel von Winter und Hoffnung. Hier an dieser Kreuzung muss ich dich verlassen, sagte er, wandte sich beim Gehen noch einmal um und hauchte kalt, bis bald. Seit einigen Monaten hatte er den Wanderer auf seinem Weg begleitet, über Hügel, durch Täler, über Land, über Wasser, bei Tag und bei Nacht. Er hatte ihn geliebt, hatte ihn gehasst, hatte geschwärmt und ihn bitter verflucht. Hier an dieser Kreuzung muss ich dich verlassen, sagte der Winter und verschwand. Was für den Wanderer sehr ärgerlich war, stand er doch auf einem zugefrorenen See, der nun rasch aufzutauchen begann. So fand er sein nasses Grab. Der Winter ist scheiße. Es gibt keine Hoffnung in der Welt. Dankeschön. Icebreaker. Das folgende Gedicht ist entstanden im Rahmen unserer Kieler Lesebühne, die bis vor einiger Zeit den Titel Lesus Christus trug. Wir wollten mit diesem Wortspiel eine berühmte Persönlichkeit verheiratet. Wir spielen nach wie vor ganz gerne ein Spiel mit unserem Publikum. Wir lassen uns einen Begriff geben, zu dem wir einen Text schreiben müssen. Und einmal gab uns das Publikum den Begriff Reasozialisierung. Was unter Umständen etwas über unser Publikum aussagt. Jedenfalls haben alle anderen Lesebühnenmitglieder fantastische sozialkritische Texte geschrieben und ich dieses Gedicht. Viel Spaß mit der Reasozialisierung. Skrupellos im tiefsten Wald machten Jäger Bambis Mutter kalt. Bambi zart und noch sehr klein, blieb allerdings nicht lang allein, denn die Freundschaft zu Klopfer und Blume war sehr eng. Drum gründeten sie im Wald eine Straßengang, vergifteten aus Langeweile den Fluss, brachten den halben Wald um und hingen mit Schnaps und Zigaretten auf dem Spielplatz rum. Drum wisset ihr Jäger, euer Handeln hat Konsequenzen. Zum Beispiel junge Waisenrehe, die die Waldschule schwänzen. Also weg mit den Flinten, bevor was passiert und ihr wieder ein junges Reh. Asozialisiert. Ich war neulich in der Situation, mich bewerben zu müssen auf einen Job. Und beim Schreiben meines Lebenslaufes habe ich festgestellt, das ist nicht so geil. Und dann habe ich nochmal von vorne angefangen und das hier ist bei rausgekommen. Zeugung. Zellteile, Geburt mit Kaiserschnitt, Krabbeln, Zähne, Laufen, man nimmt alles halt mal mit. Kotzen, Kacken, Windpocken, doch meistens wieder fit. Erstes Mal allein auf Klo, richtig krasser Shit. Kindergarten, Grundschule, Sportfest, Staffellauf, aufs Maul gelegt, total blamiert, Enttäuschung zuhauf. Neurodermitis, Akne, noch ein Pickel obendrauf. Spätestens mit Pubertät nimmt Leben langsam Floh auf. Gymnasium, Wissen, gute Noten sollen belohnen. Verabredungen, Küssen, ungewollte Erektionen. Erst peinlich, dann geil, erstes Mal, 60 Sekunden. Schlechte Filme, schlechte Partys, Abitur und überwunden. Vielleicht ein FSJ, vielleicht ins Ausland für ein Jahr. Ausbildung, Studium, frei sein, wunderbar. Erwachsen wird Zyklus, wie er meist in etwa ist. Zumindest wenn du weißt, es Mittelstandskind bist. Ding, ding. Und dann frage ich mich, wie du es geschafft hast, so zu werden. So viele Möglichkeiten. Und du wirst ausgerechnet ein Arschloch.